Was hat denn der Kini heute alles dabei? Ja, alles haben wir dabei heute. Wir haben heute unseren schönen Marmor-Nusskuchen mit Erdbeeren. Dann gibt es einen Kaffee und dann, ja, Obatzen muss ich auch kaufen. Ich habe ja einen reservierten Bereich. So hat das Hofpersonal heute ein bisschen frei gehabt. Aber wie gesagt, das langt schon. Aber so freuen wir uns heute, das Wetter hält, ja, seit 3 Jahren wieder. Ne, Sisi? Ja. Dann klappt schon. Dann sage ich also, Servus, der Kini. Also, der Kochhallball ist eine unserer liebsten Veranstaltungen eigentlich. Nicht immer ganz einfach, wegen dem Wetter, aber ansonsten mögen wir den sehr. Wir haben den 1989, war er das erste Mal wiederbelebt worden und im Rahmen der 200-Jahr-Feier vom Englischen Garten. Und da ist er, ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater den Freiherr von Freiberg das erste Mal da getroffen hat zu dem Thema. Und da hat er eben die Idee von dem Kochhallball, hat er gesagt. Und er hat uns diese ganze Veranstaltung erklärt. Und das war eigentlich, mein Vater hat das gerne mitgemacht, weil er gesagt hat, der hat so eine tolle Idee, der Pankratz, dass möchte er gerne einfach mal machen. Aber wirklich gedacht, dass so viel Leid in der Früh aufstehen und gleich in der Tracht kommen, das glaube ich, das hat er nicht wirklich. Und dann waren wir ganz überrascht, wie dann gleich im ersten Jahr war tolles Wetter und so viele Leute kommen sind. Und alle ausgeschlafen und alle in Tracht. Oder damals auch noch viel in Kochhall oder Dienstmarktkleidung. Ja, also wir haben jetzt heute mal Ausgang. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir hier vorbeischauen, weil so oft ist es ja nicht. Und die Tracht haben wir im Schrank gelassen, weil mit Tracht, ja, da fällst du hier nicht auf, gell? Weil es ist ja jeder in Tracht. Also haben wir gesagt, ja, es muss schon das richtige Gewand sein. Damit wir Spaß haben. Außerdem müssen wir ja um 8 Uhr die Herrschaft bedienen. Also müssen wir jetzt Gas geben und noch ein bisschen feiern. Ich bin total begeistert von meiner Premiere auf dem Kochhallball. Also die Leute sind alle so begeistert und trotz Regen haben die getanzt und waren total dabei. Keiner, also sind wirklich, eigentlich niemand ist geflüchtet und es ist eine wunderbare Tradition. Also ich werde auf jeden Fall das jetzt jedes Jahr wieder mitgenießen und bin wirklich total angetan. Auch Vormacher, sodass jeder und jede mitmachen kann, auch wenn man keine Erfahrung hat. Und ich muss auch nochmal unbedingt sagen, jeder darf mit jedem tanzen. Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein, gemischt, zu dritt, zu viert. Also, genau, zu dritt. Und genau, auch, ihr kennt es nicht. Thank you.
Zaubermandel.